Hallo ihr Lieben, willkommen zum Wochenorakel vom 15.06. bis 21.06. Heute habe ich euch drei Chakrenkarten in Gelb, Grün und Türkis mitgebracht. Ihr entspannt euch bitte und entscheidet euch für eine der drei Karten. Und darunter verbirgt sich euer Wochenorakel, das ich gleich vorstellen werde. Ich bin jetzt ein paar Sekunden still, dann könnt ihr in euch gehen und euch intuitiv für eine der drei Karten entscheiden. Atme vielleicht nochmal tief ein und aus. Lass den Stress los, fühl dich entspannt und dann wirst du dich schon intuitiv zu einer Karte mehr hingezogen fühlen. Vielleicht hatte ich auch von Anfang an gleich eine Karte angesprochen. Das ist dann auf jeden Fall die richtige. Okay, also, wenn du dich entschieden hast, ich beginne jetzt mit dem linken. Mit der gelben Karte, das ist, steht für das Solarplexus Chakra, das ist in Höhe des Bauches, ja, also auch unsere Körpermitte. Und da schauen wir mal, ich lege die Karte da oben drauf, was sich darunter verbirgt für dich. So, drehen die erste Karte um. Das ist hier die 6 der Schwerter. Aus dem Märchentarot, ja. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Man sieht da drauf gut das Motiv, ja, von dem Märchen Schneewittchen. Hier sind die 7 Zwerge, die diesen Glassarg gerade tragen. So, ich lege das mal hin. Ich brauche mal kurz meinen Zeigestab. Den habe ich vergessen. So, bin wieder da. Okay, also, das Märchen Schneewittchen ist ja eigentlich recht bekannt. In diesem Fall steht die Karte im Wochenorakel für Wandel oder Ende. Ja, irgendetwas kann diese Woche zu Ende gebracht werden. Also nicht negativ gesehen, sondern positiv gesehen auch, ja. Man kann etwas, wenn irgendein Abschluss oder ein Vertrag schon lange fällig ist, dann kann der diese Woche zu einem guten Ende finden. Oder Dinge, die vielleicht belastend sind, können auch zu einem Ende geführt werden. Also es muss nicht ein positives Ende in diesem Fall sein. Es kann auch sein, dass etwas, was sehr belastend ist, einfach zu Ende geht und man dann vor einem Neubeginn steht, was wiederum auch positiv zu sehen ist. Ja? Also gerade wenn man eine schwere Zeit schon hinter sich hat, wo schon recht lange geht. Also diese Dinge stehen alle diese Woche unter der Energie, dass etwas zu Ende gehen kann. Ja? Und daraus dann ein Neubeginn zu sehen ist. Die Schneewittchen, also wenn man die kennt vom Märchen her, steht auch für eine Person, die viel Schutz benötigt, die mitunter auch sehr verletzlich ist. Ja? Das bedeutet, schütze dich diese Woche auch. Also nimm zum Beispiel ein schönes Salzbad zum Beispiel, um dich zu schützen, also reinige dich, weil du bist jemand, der sehr sensibel ist und auch viele Dinge dann oft sehr persönlich nimmt oder sich schnell angegriffen fühlt dann in dem Moment einfach, weil du so sensibel und zart bist, ja. Dann habe ich in dieser Karte so noch drin, es führt, also
Diese Schneewittchen erwacht ja wieder, ja. Also sie wird ja wieder zum Leben erweckt von diesem Prinzen. Der Prinz steht für das Männliche, für das Aktive, ja. Das bedeutet, man kann diese Woche auch neue Anstöße im Leben bekommen, ja. Also neue Aktivitäten. Also alles. Also diese Woche können Dinge zu einem Ende geführt werden, daraus resultieren Neuanfänge und man kriegt auch so einen kleinen Energieschub dann, ja, der einem dann hilft, gerade wenn man vielleicht in einem kleinen Loch oder irgendetwas sich momentan befindet. Also sieh es als Woche, wo Veränderungen stattfinden können. Ist eine gute Zeit dafür. Dann haben wir ja hier die Karte Solarplexus steht ja für die Körpermitte. Bauchgefühl, ganz wichtig, ja. Höre auf dein Bauchgefühl. Darauf kannst du dich 100% verlassen diese Woche, wenn du irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen musst. Ja? Okay. Dann schauen wir mal. Ich lege das mal so neben hin. Schauen wir mal zu deiner nächsten Karte. Das ist eine Lenormand-Karte aus dem Lilac und Cherry Lenormand. Schauen wir mal. Oh, das ist schön. Schau mal, du bist diese Woche unter dem Klee. Das bedeutet, das Glück unterstützt dich diese Woche bei all deinen Vorhaben. Ja, auch bei schwierigen Dingen ist auf jeden Fall das Glück auf deiner Seite. Also der Klee ist ja immer das kurze Glück. Das bedeutet, die Woche über wird er schon ausreichen. Ja, der steht ja immer so für 2 bis 4 Tage, manchmal auch bis zu 14 Tage. Ja, also das ist wirklich sehr schön. So, dann schauen wir mal. Die letzte Karte habe ich gewählt von Doreen Virtue aus dem Orakel Engel, das Engel-Orakel für jeden Tag heißt es, ja. Und da lese ich dir jetzt gleich mal deine Botschaft vor. Ich zeige dir hier mal die Karte, ich muss die dann kurz zurücknehmen, sonst kann ich es nicht lesen. Da schauen wir mal, was die Engel noch sagen. Also sie sehen es als kontinuierlicher Fortschritt, ja. Wir zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebevolles Handeln bereicherst. Also, ich sehe es auch in Verbindung zu der Karte Glück. Also bei deinen Vorhaben ist jetzt auch die Zeit, etwas zurückzubekommen. Du hast viel gegeben. Jetzt ist auch der Zeitpunkt dafür, etwas zurückzubekommen. Also die Himmel haben das auch gesehen und werden dich unterstützen bei Vorhaben. Ja, also bleib in deiner Mitte, in deinem Vertraue, deinem Bauchgefühl und dann wird die Woche für dich auf jeden Fall unter dem Schutz der Himmel stehen. Mit viel, also Glück, wenn du irgendwelche Vorhaben hast, kannst du dann alles zu einem guten Wandel, sage ich jetzt mal, bringen, ja, oder Dinge zu Ende bringen, die du vielleicht zu Ende bringen möchtest, ja. So, ich lege mal die Engelkarte am Ende drauf. So. Dann gehen wir zur nächsten Chakra-Karte, der grünen Karte. Also das Herzchakra hat ja die Farbe grün bis rosé. Also diese Karte ist dem Herzchakra zugeordnet, auch der Liebe. Jetzt schauen wir mal, was dein Wochenorakel für dich diese Woche bereithält. Und zwar, was haben wir hier? Ah ja. Die gute Fee haben wir hier. Die gute Fee steht für das Märchen Aschenputtel. Ich denke, es ist auch jedem geläufig Aschenputtel. Allerdings
ist hier bei diesem Tarot die Verbindung mit diesen Feen zum französischen Aschenputtel. Das ist das, wo mit diesem Kürbis und der guten Fee, wo die Wünsche macht, also nicht mit den Nüssen oder wie bei Brüder Grimm mit dem Apfelbaum, wo dann die Wünsche darunter liegen, sondern hier mit diesen Kürbissen, dass die Fee dann involviert, die die Wünsche erfüllt. Ja, also die Aschenputtel ist ja ein Mädchen, die schon irgendwo auch dieses Helfersyndrom in sich trägt. Also sie ist immer gut, sie hilft, sie unterstützt, sie ist selbstlos und aufopferungsvoll. Für dich ein Hinweis diese Woche, lass dich mal nicht so ausnutzen, ja? Also wenn du viel für andere machst, bleib da auch ein bisschen bei dir, gönn dir auch was, ja? Also mach nicht nur für andere. Also diese Woche mal so ein Hinweis, nach sich selbst zu schauen, ja, das nicht zu übertreiben. Dann ist Aschenputtel hat ja auch immer hier mit diesem Mond, also da liegt auch die Herleitung drin, Träume, Wünsche und Träume. Achte mal diese Woche auf deine Träume. Da können Botschaften über die Träume reinkommen. Ja, dann auch diese Feenwelt, Naturgeister, mal rausgehen in die Natur etwas. Ja, vielleicht hast du auch Verbindung zu Naturgeistern, Feen, Elfen. Vielleicht spricht dich das an, vielleicht fühlst du dich da zu hingezogen. Also diese Woche vielleicht auch mal in diese Richtung auf Botschaften achten. Ja, das können Schmetterlinge sein, kleine Blumen. Oder sonstiges, vielleicht auch kleine Lichtblitze, die man sieht. Ja, und auch auf jeden Fall mit dem Mond und mit den Feen steht dir eine sehr magische Woche bevor. Also wenn du auch gerne in der Magie unterwegs bist, kannst du diese Woche sehr gut dann auch für Rituale nutzen. Ja, aber in erster Linie geht es die Innenschau, nach sich selbst schauen, auf sich selbst achten. Nicht zu viel im Außen suchen, also mehr bei sich selbst bleiben und vor allen Dingen etwas für sich selbst tun. Ja, so, dann schauen wir mal, ups, dann schauen wir mal deine Lenormand-Karte dazu an. Ja, da haben wir hier den Park oder den Garten, was hier auch wieder schön passt mit den Feen, den Naturgeistern. Nutze die Woche, um nach draußen zu gehen. Vielleicht ist ja diese Woche auch noch ein paar schöne heiße Tage. Also mach etwas für dich. Geh in die Natur, nutze die Kraft der Natur. Das wird dir sehr gut tun. Oder geh auch mal aus mit Freunden, ja, oder deinem Liebsten weggehen. Ist auch ganz wichtig. Also so Park ist ja immer. Auch viele Menschen weggehen, Veranstaltungen, Kino, Diskothek, was trinken gehen, was essen gehen. Ja, kann sich alles da drin verbergen. Okay, so, was mir hier noch auffällt, also auch wir haben hier das Grün von dem Herzchakra und die Natur ist ja auch grün. Also die Farbe Grün ist gut, dich damit aufzuladen diese Woche. Vielleicht deshalb auch der Hinweis, so in die Natur zu gehen, wenn du, na, ich verhedder mich hier gerade, wenn du noch keinen Partner hast, ist vielleicht auch ganz wichtig, mal ein bisschen wegzugehen, rauszugehen. Können sich Möglichkeiten ergeben, ja? Also die Aschenputtel hat ihren Traumprinzen auch nicht zu Hause gefunden. Sie war auch unterwegs, ja? So. Und Herzchakra ist natürlich auch die Liebe. So, jetzt wollen wir mal schauen, was die Engel diese Woche. Ich drehe das mal um. Okay, jetzt lese ich es auch mal vor. Durchsetzungsvermögen. Also bei dir, da wird auf eine Situation hingewiesen. Diese Situation kann auf sanfte Weise und mit Liebe, na, passt wieder super, geheilt werden.
wie du erbeten hast. Doch genauso notwendig ist es, dass du allen an dieser Situation beteiligten Personen deine Stärke und Ehrlichkeit zeigst. Wir stehen direkt hinter dir, während du deiner Wahrheit Ausdruck verleihst, geben dir Kraft und lenken deine Worte. Also wenn es da Schwierigkeiten irgendwo gibt bei dir momentan, wo du Kraft brauchst, stehen die Engel hinter dir. Du musst dich aber durchsetzen. Hier auch nochmal der Hinweis, du sollst aus dem Herzen, aus der Liebe heraus agieren. Ganz wichtig hier, das Herzchakra. Wenn du aus der Liebe handelst, ja, oder sprichst aus der Liebe heraus, aus deiner Herzmitte, dann bist du voll in deinem Potenzial und dann kannst du die Dinge auch verwirklichen, die du möchtest. Ja, also wirklich eine sehr schöne Botschaft. Und auch das Herz, hier die Ehrlichkeit, das Herz ist immer ehrlich und rein. Ja, also nutze diese Kraft aus dem Herzchakra heraus. Also wirklich schöne Botschaft. Ich lege auch für dich die Engelbotschaft oben drauf. So, und dann gehen wir zur letzten Karte. Das ist das Chakra, also mit dem türkisfarbenen Strahl, das Kehlchakra ist hier mit gemeint. Ja, also Kommunikation und Sprache. Dann schauen wir mal, was bei dir diese Woche ansteht. So, ich drehe es mal um. Ich muss kurz mal gucken, was steht da? Ach, der Kelche, okay. Ja, also lass dich jetzt nicht erschrecken, es wirkt mit dem Turm, den man ja aus dem Tarot kennt, ein bisschen bedrohlich, aber ich erkläre jetzt was dazu. Also hier ist das Märchen gemeint, der Fischer und seine Frau. Ich weiß nicht, ob dir das Märchen geläufig ist. Da geht es um einen Fischer, die leben in einer Hütte. Und die hatten also nicht viel. Und der Mann fängt einen großen, dicken Fisch und der Fisch kann sprechen. Und weil der Fisch halt spricht, möchte der Fischer ihn nicht essen. Das findet er nicht in Ordnung, so ein toller Fisch, der sprechen kann. Auf jeden Fall bringt er ihn zurück ins Meer und die Frau regt sich etwas auf. Ja, wenn du ihm das Leben geschenkt hast, warum gibt er dir nichts dafür? Also geht der Fischer wieder hin und holt einen Wunsch ab. Und die Frau fängt an immer mit kleineren Wünschen und der Fischer fängt halt diesen Fisch immer wieder und lässt ihn wieder frei. Und die Wünsche der Frau werden immer größer. Also sprich, hier geht es darum, also die Frau hat sich ja immer mehr gewünscht, hat sich beklagt. Ja, und am Ende geht es so aus, dass ihr gar nichts mehr bleibt. Am Ende wird ihr alles genommen. Ja, das bedeutet, also wenn man zu viel will, manchmal möchte man vielleicht zu viel von etwas oder etwas, das einem gar nicht gut tut, womöglich, ja. Also es kann manchmal aus einer inneren Begierde oder Lust heraus sein, dass man etwas möchte oder einfach, ja, weil man das Gefühl hat, da ist ein Mangel. Hier wäre wirklich der Hinweis, hinterfrage das mal, was du haben möchtest. Ist das wirklich so, dass du das brauchst? Ist es wirklich so, dass es dir gut tut, dass es dir nützt? Oder was ist es eigentlich, dass du das meinst, haben zu wollen? Ja, das ist so der Hinweis. Also es wirklich zu hinterfragen. Ja, und hier sind ja auch Wasser und Wellen sind hier ja drauf abgebildet. Also, dass man sich so nicht gegen den Fluss des Lebens stellen soll, ja. Also wenn du dich hier in die Fluten, wenn du dich hier in die Fluten stellst, das reißt dich weg, ja. Das ist nicht gut. Also stemm dich nicht gegen den natürlichen Fluss. Wenn es da irgendwas gibt, das kann im Privatleben sein, das kann im Beruflichen sein, im Finanziellen, wenn es da momentan nicht gut läuft, nicht fließt. Stell dich da nicht dagegen, sondern im Grunde genommen solltest du einen Schritt beiseite gehen.
und das vorbeifließen lassen, dass es dich nicht mitreißt und dass du dann dich in den natürlichen Fluss begibst. So versteht sich das, ja. Also nichts damit Gewalt und wirklich mal in sich reinspüren, brauche ich das unbedingt? Das ist hier wirklich die Frage, ja. Tut es dir wirklich so gut, wenn du das bekommst oder hast? Und da wir ja hier das, also das Kehlchakra haben, das für Sprache geht, also steht hier dann auch der Hinweis, hier ist ja auch viel Blau drauf, kommuniziere immer die Wahrheit. Ja? Also wenn es dann noch unausgesprochene Dinge gibt oder man nicht ehrlich war, hier geht es wirklich darum, auch die Wahrheit zu sprechen, weil so ein Kehlchakra verstopft sich dann auch, wenn man nicht ehrlich spricht, wenn man drumherum spricht. Das sind dann alles so Themen, wo ein Kehlchakra auch blockieren kann. Und hier soll das wirklich wieder in Fluss kommen, dass die Wahrheit gesprochen wird, dass vom Herzen gesprochen wird, dass einfach wieder diese Natürlichkeit reinkommt. Ich denke, du verstehst, was ich damit sagen möchte, also die, wo das betrifft, ja? Okay, dann schauen wir mal deine nächste Karte diese Woche. Da haben wir die Wolken. Die Wolken sind im Lenormand die Ängste, ja? Also nicht so sehr die Sorgen, sondern ich sehe hier wirklich diese Ängste, die da auch blockieren und den natürlichen Fluss hemmen. Und auch vielleicht Ängste, gerade wenn man vielleicht noch an was festhält oder hängt und das unbedingt meint, das tut einem gut. Das sind oft auch Ängste dahinter, neue Wege zu gehen. Ja? Ich möchte bei dir mal noch eine zweite Lenormand-Karte hinzuziehen. Misch gerade kurz. Okay. Okay. Was sage ich gerade? Die Wege und ziehe sie auch schon. Ja, also hier wirklich, geh mal aus der Angst raus. Geh aus der Angst raus, geh aus diesen, ja, diffusen, dieses Unklare. Ist auch, wenn man nicht richtig kommuniziert, was man möchte, wenn man gar nicht richtig schaut, tut mir das gut, ist es das Richtige für mich, dann geh da raus aus diesem Diffusen, werde dir wirklich mal klar und hinterfrage und dann hast du die Entscheidung, die du brauchst, um die richtigen Wege dann zu gehen. Ja? Also diese Woche ganz stark unter der Energie, Ängste loslassen, diffuses, schemenhafte Sachen verlassen, einen Schritt beiseite gehen, und dann richtige Entscheidungen treffen zu können für sich. Okay, und du brauchst da keine Angst vor haben. So, jetzt schauen wir mal, was bei dir die Engel da noch sagen möchten. Wow, schön. Ich lese das mal vor. Wir haben hier: Sei ehrlich mit dir selbst. Schaue in dein Herz und du wirst die Wahrheit dieser Situation erkennen. Du kannst dir ohne Sorge um deine Sicherheit die Wahrheit eingestehen, denn wir werden dir helfen und dich durch alle erforderlichen Veränderungen führen. Verlasse dich auf uns bezüglich des Mutes und der Kraft, die du brauchst, um gut auf dich zu achten. Fokussiere dich ausschließlich auf deine wahren Wünsche und sie werden auf Engelsschwingen zu dir eilen. Wunderbar, da brauche ich gar nicht mehr viel zu sagen zu dieser Karte, das passt. Ja, wirklich schön. So, jetzt lege ich das hier auch nochmal drauf. So, also ich finde, es war ein wunderbares Wochenorakel. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. War leicht verspätet, heute ist Dienstag, aber ich denke, die Woche hat ja noch ein paar Tage. Okay, also ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns dann vermutlich am Sonntag dann für das Wochenorakel für kommende Woche.
Tschüss, eure Dani.